Ja Leute, willkommen zurück zu Wind Waker. Und wir stehen schon vor der Bosstür und ich denke mal, wir müssen Medulli mitnehmen. Also ich habe mal vorher abgespeichert, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die andere Kiste da noch finden können, aber mal gucken. Okay. Mal die Tür auf. Ah ne, sie bleibt draußen. War ja klar. Oh, was ist denn da los? Hä? Was seid ihr denn für welche? Oh, das sind Geister. Hä? Was ist denn das? Da hüpfen alle rein. Ah. Fuck. Das ist ein fetter Geist. Mit einer riesigen Laterne. Ja, muss ich jetzt die ganze Zeit draufleuchten oder was? Oder bleibt der manchmal so? Nee, oh. Oh, fuck. Ah ja, ich hab eine Idee. Oder ist nicht erwähnen? Aber die müssten wir doch... Ah ja. Müssen wir den packen irgendwie? Ah ja, da müssen wir den packen. Hallo? Hallo, Dicker. Müssen wir doch irgendwie... greifen und den dann irgendwo draufschmeißen, oder? Also ich brauche mal einen Hinweis. Oh, was haben wir hier eigentlich für eine Waffe bekommen? Wir haben nur den... Ich schmeiß einfach mal drauf. Ja, den müssten wir doch jetzt eigentlich packen und den da irgendwie draufhauen. Auf diese Zacken hier, oder? Toll, jetzt. Okay, das habe ich noch nicht so raus. Aber wir müssen die Geister irgendwie rausholen. Oh, das ist scheiße. Ich den doch nicht. Also ich check das gerade gar nicht. Also ich könnte mich jetzt nur daran erinnern, dass man den irgendwie. Vielleicht hilft ja, wenn ich den. Das bringt nichts. Überhaupt zum Platzen bringen? Gott. Friss und stirb, Mann. Dass ich ihn rumschlagen kann, ist ein Wunder. Ah! Wer hat das denn jetzt gemacht? Auf jeden Fall was richtig. Wer hat das denn jetzt gemacht? Holen wir darüber? Ah, genau. Ah. So, jetzt gehen sie wieder da rein. Ich muss also jeden Typen da kaputt hauen. Und der wird immer kleiner. Hilfe!
Onkel Geist ist böse. So. Und dann. Ach komm ey. Das war es wirklich nicht so lang wie vorher. Aber anscheinend, wenn man eine maximale Anzahl von Geistern vernichtet hat, dann. Oh Gott, jetzt macht er wieder seinen Strahl. Oh, der ging aber jetzt ganz schön schnell. Oh fuck, 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 fuck. Nein, 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 lass mich. Ach jetzt. Oh. Jetzt gehen auch manchmal die Lichter da, glaube ich, aus, oder? Kann das sein? Oh, komm mal her. Und Abmarsch. Jetzt sind es nur noch 5. Jetzt müsste er ja wieder kleiner werden, oder? Na, der wird eigentlich nicht kleiner. Nur immer hässlicher. Oh Gott, Hilfe, Leute. Ah ja, die Lichter gehen aus. Das ist der kleine Schwierigkeitsgrad hier. Oh, scheiße. Das macht auch solche Dinge. So, wo ist mein Licht? Great, great, great. So, roll den dicken Geist. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Also dafür, dass es im einem der letzten Tempel ist. Toll, einer noch. Schon ein bisschen lächerlich jetzt. Oh scheiße, das Licht ist aus. Ah. So. Vor allem ist immer nur so groß, wo nur noch einer drin ist. So, Kumpel. Jetzt hat er eine andere Farbe, ey. Und tschüss, Mann. Das war's. Ausgespukt. Oder? Ja. Niemand mehr da, Kumpel. Hä? Oh Gott, nein, das Licht. Direkt. Tja, Feigheit wird bestraft, mein Freund, und tschüss. Yeah, oh yeah, well. Mein Ding freut sich übel. Ja, great, great, great. Oh, was ist das? Ah ja. Das Herzteil holen wir uns natürlich ab. Was ist denn Herzcontainer gefunden? Na, Herzteil, Herzcontainer natürlich. Zack. Und wieder ins Meer. Dann wollen wir mal nach oben. Meduli. Alles klar. Wow. Auch das Schwert. Ah ja, die muss ja jetzt kräftig hier was singen. Hoho. Spielen meine ich.
Triforce erstrahlt. Und unser Schwert erhält eine der Kräfte zurück. Aber natürlich nicht alles. Aber ich finde es mir cool, dass der andere dann immer noch da ist, der wo gestorben ist. Oh, da hat sich ein wenig verändert. Durch die Gebete des Terrorweisen hat das Masterschwert wieder einen Teil seiner alten Stärke zurückgewonnen. Du bist nur einen Schritt davon entfernt, das wahre Masterschwert in Händen zu halten. Alu, damit hat das Masterschwert aber noch nicht vollständig seine alte Stärke zurückerlangt. Das Böse vom Antlitz der Welt verbannt. Ja. Es bedarf noch des Segens eines weiteren Tempels, nämlich den des Sephir-Tempels, um es vollständig erwachen zu lassen. Also dann, Alu. Bitte schreite durch das Licht und finde den Weisen des Sephir-Tempels. Ich werde hier meine Gebete fortsetzen. Beeile dich. Tschüss. Alu. Komori. Bitte kümmere dich um ihn. Mann, und wenn ich mich alles kümmern soll, Mensch. Oh Gott. Immer ich. Bleibt sie da unten, ey? Voll einsam, voll... Scheiße. Hey, was bist denn du? Ich geh aber nochmal rein. Ich möchte echt mal wissen, ob jetzt die Kiste nicht mehr bekommen. Oh Gott. Medoli. Wo bist du? Ach, wir sind nur noch hier im Tempel. Da unten ist er ja. Medoli? Hallo? Scheiße, ey. Na egal. Jetzt können wir die Kiste nicht mehr kriegen. Nein! Was wäre da denn drin gewesen? Das ist natürlich jetzt scheiße. Aber ich werde überprüfen, was da drin war. Und wenn es nur Rubine waren oder irgendein tödlicher Anhänger, dann können wir darauf auch verzichten. Ja, jetzt müssen wir natürlich zum C4-Tempel. Na, was geht, Alter? Loin. Schnönig. Kumpel. Willst du nicht mit uns talken? Um den Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen, musst du den nächsten Weisen zum verbleibenden Tempel leiten. Auch damit Fodo in Frieden ruhen kann. Ist es deine Aufgabe, seinen Nachfolger so schnell wie irgend möglich zu finden? Jo, ich weiß auch, wer sein Nachfolger ist. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, wir haben noch Zeit. Also. So, ich brauche jetzt mal kurz mein Notizbuch. Mein Notizbuch meine ich. So, hier. Wie ging der Song nochmal? Falsch. Ja. Wir müssen uns nämlich schnell fortbewegen. Wir müssen jetzt an einen Ort zurück, wo wir ganz am Anfang waren. Wo wir kurz nach dem Anfang hingekommen sind. Gut, wo war dieser Ort nochmal? wo waren denn nochmal? Wo war der nochmal? Tingles Insel. Nee, da wollen wir nicht hin. Portemonnaie Draconia waren wir ja auch. Ich bin jetzt gerade wegen verplant. Geh weg, du Fliege. Geh weg. Wo war das? Hab ich da echt noch kein Symbol gehabt? Keine Karte davon? Jetzt laber nicht. Aber das war hier. Wir müssen nämlich zum Dekubaum. Nein, Weil dort werden wir unseren nächsten Weisen abholen. Ja, ihr habt richtig gehört. Unser nächsten Weisen. Ich fliege einfach mal dahin. Hier hinwirbeln. Aber die haben sich jetzt irgendwie anders angeordnet, glaube ich.
Vor allem, dass man uns nicht überall hinwirbeln können. Aber das geht halt nur da, wo Wirbelstürme auch sind. So, mal gucken, wo wir jetzt sind. Ah, genau. Genau hier wollte ich her. Wie geht der Wind gerade? So. Der Briefkasten chillt mal kräftig. Ja, jetzt müssen wir wieder zum Dekobaum und den mal kurz um Rat fragen. Lass mich in Ruhe, wow. Penner. So. Übrigens bekomme ich heute auch noch ein neues Spiel, das ich auch bald Let's Playen werde, aber erst später nach The Lost Crown. Wird auch wieder ein Click and Point Adventure. Was ist das? Ist das wichtig? Wer spielt da? Kann man da reinfliegen? Oh ja, der Wind. Kumpel drin? Egal, wir gehen erstmal zum Dekobaum. Lass mich in Ruhe, mein Freund. Hört sich an, als würde er auf einer Tröte rumtröten. Aber... da kommen wir sicherlich auch noch rein. Oder dahinter. Stopp. Wir wollen ja keine Bruchlandung landen. Wow. Shit, Mann. Wow. Du Penner. Doch. Oh, der spielt aber ganz schön imbrünstig da unten herum und ich fall mal wieder ins Wasser. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Oh, Link. Oh, so ein Scheiß. Lass mich in Ruhe. So, sie versteckt. Oh, ist das ein fieser Attacke. Kann doch gar nicht sein. Also für den Kern habe ich ja schon genug, ey, ohne Scheiß. Naja, dann werden wir im nächsten Port Mr. Dekobaum aufsuchen. Mir würde echt mal interessieren, wer da unten hinter dem Wasserfall herumdüdelt. Ob das unser Weiser ist? Ach, kommt ey. Jetzt fehl ich zu blöd. Aber ich würde jetzt echt in der Sinne, ob ich da hinfliegen kann. Warte mal, ich ändere mal die Windrichtung. Und wie ging das nochmal? Nee. Oh Gott, ich spiele hier einen Scheiß zusammen. Hoch, links, rechts, ja. Hört sich schon viel besser an. Okay, das ist nicht ganz richtig. Der dödelt auf jeden Fall weiter. So. Ja, oh, links, spring doch.
Fliegt doch, meine ich. Springen kann er ja. Hallo, ich drück die Taste und es passiert nichts. Oh fuck, das ist doch die falsche. Wow. Oh, ich bin reingeflogen, geil. Gut, bin ich jetzt gelandet. Oh, da hockt er ja. Na ja, Leute. Wir werden dann später mal mit Makoto, ich glaube, das ist Makoto, reden. Der hockt nämlich hier und spielt ein bisschen. Also Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part bei Wind Waker.